Hallo, ich bin Firat Keskin, Physiotherapeut und habe mich auf die Therapie von Schwindel spezialisiert. Der Titel dieses Videos nennt sich Epley-Manöver. Das Epley-Manöver ist die Goldstandard-Therapie für den Lagerungsschwindel im hinteren Bogengang. Und man findet im Netz sehr viele Videos, in denen das Manöver so dargestellt wird, als wäre es die einfachste Sache der Welt, als könnte sich jede Laie, jeder Betroffene einfach selbst behandeln. Als jemand, der in dem Bereich arbeitet, weiß ich, dass das nicht so ist. Und ich habe lange überlegt, ob ich das Manöver auch bei YouTube reinstelle. Aber es gab eine große Nachfrage von Kursteilnehmern, so dass ich gesagt habe, ich mache es. Aber mit dem Unterschied, dass ich deutlich und klar mache, dass man das Manöver nicht alleine machen sollte. Ich werde euch zeigen, warum es wichtig ist, von einem erfahrenen Therapeuten behandelt zu werden. Und bei jedem Schritt werde ich einmal das betonen und auch erklären, warum. Wir fangen an mit dem Langsitz. Der Patient macht die Beine lang, Oberkörper bleibt oben. Was hier schon mal sehr wichtig ist, bei dem Manöver müssen wir uns später auf die Seite drehen. Deswegen lasse ich die Patienten immer zu mir rutschen, dann habe ich Platz dafür. Ich fange an, ich stelle den Kopf der Patientin ein, 45 Grad Rotation, 30 Grad Extension. Die Patientin kann sich bei mir festhalten. Das ist ganz wichtig, wenn ich sie gleich hinlege, wird der Schwindel abrupt einsetzen. Und das macht sehr viel Angst. Und Patienten, gerade wenn sie so auf der Bank liegen, haben auch die Angst, dass sie wirklich von der Bank runterfallen. Und indem die Patientin sich bei mir hält, gibt das ihr sehr, sehr viel Sicherheit. Und ich bin auch bei der Patientin und kann sie beruhigen und halten. Wir fangen auch an. Ich zähle bis drei. Sie legen sich mit einer schnellen Bewegung auf den Rücken. Eins, zwei, drei. So, ein bisschen noch. So, ihr habt schon mal gesehen, ich habe hier nachkorrigiert, weil die Streckung ein bisschen weniger war. Ihr seht, der Test ist bei dieser Probandin negativ. Sie hat keinen Lagerungsschwindel. Man sieht das auch an den Händen, die sind ganz ruhig. Wäre es positiv, würde sie anfangen, mich zu sich zu ziehen, sich wirklich festzukrallen. Wir haben aber unten eingeblendet, wie der Nystagmus aussehen würde. Und wir haben auch unten eingeblendet, was mit den Steinchen im Innenohr passiert, wenn wir diese Bewegung durchführen. Eure Aufgabe als Therapeut ist einmal Sicherheit geben, bei der Patientin sein und zweitens, ihr müsst den Nystagmus erkennen. Die Augen springen nach oben und drehen sich und zwar drehen sich die Augen zur betroffenen Seite. Ihr seht unten eingeblendet, die Augen springen hoch und drehen sich vom Betrachter aus nach links, vom Patienten aus nach rechts. Das wird auch unser Befund bestätigen. Wir testen die rechte Seite, der Kopf ist nach rechts gedreht. Und wir wissen, okay, es ist die rechte Seite und es ist der rechte hintere Bogengang. Und das muss ein Therapeut wissen, das kann eine Laie nicht wissen. Und das ist schon mal der erste Punkt, warum man es nicht alleine machen sollte. Wenn der Nystagmus und Schwindel aufhört, kann die Patientin mich loslassen. Ich warte 30 Sekunden, bis wirklich alle Steine ganz unten sind. Und dann komme ich an das Kopfende. Und jetzt ist ganz wichtig, den Kopf nicht heben, sondern nur rollen. Ich nehme nur zwei Finger und rolle den Kopf von rechts nach links. Ich habe die gleiche Kopfstellung wie gerade, 45 Grad Rotation, 30 Grad Streckung. Hier tritt nicht so viel Schwindel auf und wir warten wieder 30 Sekunden und bereiten uns dann auf den letzten Schritt vor. Und zwar muss sich die Patientin zu mir drehen, drehen Sie sich zu mir, Kinn zur Schulter, Nase zum Boden. Und ihr seht wieder, was ich als Therapeut mache. Ich sichere ab, die Patienten haben höllisch viel Angst, wenn der Schwindel wieder abrupt einsetzt. Die haben Angst, dass sie von der Bank runterfallen. Ich habe die Patientin richtig eingeklemmt mit meinem Rumpf und meinen Arm und gebe ihr hier die Sicherheit. Sie muss sich keine Sorgen machen. Ich kann sie trösten, ich kann sie halten, ich kann sie beruhigen. Und ich warte, bis sie sagt, dass der Schwindel aufgehört hat. Vergewissere mich immer, dass die Augen nicht mehr schlagen. Und dann warten wir wieder 30 Sekunden. Und nach diesen 30 Sekunden nimmt die Patientin die Beine runter, kommt hoch, wir halten den Kopf, bis sie sich hinsetzt. Und wenn sie sitzt, dann kann sie den Kopf frei bewegen. Und jetzt ist ganz wichtig, ihr seht unten eingeblendet, dass jetzt die Steine runterfallen in den Vorhof des Innenohrs. Und das kann dem Patienten manchmal einen richtig heftigen Schub im Sitzen geben. Und hier ist auch wichtig, dass ich als Therapeut bei der Patientin bin. Und wenn sie einen Schub kriegen sollte, dass ich sie auch gleich wieder halte und ihr Sicherheit gebe. So, das war das Epley-Manöver für die rechte Seite. Ich hoffe, es wurde deutlich, warum man sich nicht selbst behandeln sollte. Ich habe versucht, in jedem Schritt zu zeigen, was der Mehrwert eines erfahrenen Therapeuten ist.
Und wenn Sie Lagerungsschwindel haben, gehen Sie auf unsere Website www.ivrt.de. Dort finden Sie eine Therapeutensuche. In der Therapeutensuche sind alle Therapeuten aufgelistet, die von unserem Institut ausgebildet und zertifiziert wurden. Auf der gleichen Seite steht ebenfalls, was der Arzt verordnen muss, damit es die Kasse übernimmt, egal ob gesetzlich oder privat. Also die Kasse übernimmt die Kosten der Therapie. Wir haben kompetente Therapeuten, die Sie behandeln können. Es gibt wirklich keinen Grund, sich selbst zu behandeln.